man kann es auch übertreiben. Naja, sie versuchten halt alles geil darzustellen, ist ja ganz klar. Ist halt mit dieser Grafik nicht wirklich gelungen, aber... So. Und los geht's. Leute, das ist die letzte Sequenz, die wir jetzt tun werden. Nämlich nur noch den Schalter betätigen. In den Zug steigen. Und die letzte Cutscene genießen. Und das Projekt ist beendet. Oh yeah. Was ich ein bisschen schade finde, der Endgegner ist nicht wirklich eine Herausforderung, ne? Aber ist halt so. Der ist halt so leicht. Wobei, ich muss ehrlich sagen, hätte mir mein Freund den Tipp nicht gegeben, hätte ich ihn anders gemacht. Und dann wäre es sicher nicht so leicht gewesen. Aber warum soll man es absichtlich falsch machen, wenn man es ja auch richtig machen kann? Oh ja, das muss ja geil sein, ey. Einfach draufhalten. Schön, wirklich schön. So, hier noch die letzte Tür in die Freiheit. Oder besser gesagt, das letzte Tor, damit die Bahn hier durchfahren kann. Und jetzt einfach rein den Hebel drücken, damit die Bahn losfahren kann. Und es geht ab ins Finale. Ja, wir wollen es drücken. So Leute, die Cutscene beginnt. Genießt es einfach mit mir und gucken wir uns das in Ruhe an. Ich werde mich muten in dieser Zeit. Sherry's unconscious. I have the antidote. If I give it to her... Claire, what's happening? Not now. Come on, Sherry, wake up. Wake up. Please, wake up. Claire? Where am I? It worked! Oh, Sherry, you're gonna be okay. Thanks, Claire. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Goodbye. Leute, ich habe euch ein bisschen verarscht. Es ist noch nicht ganz vorbei, meine Lieben. Wir werden nochmal schön was machen gehen. What was that? Denn das kenne ich schon. Ja, ja. Also war ich jetzt nicht sonderlich überrascht, ne? Also. The emergency system has been activated. This train will detonate. Repeat, this train will detonate. Oh Gott, dieser Zug wird explodieren. Ja. Oha. What's wrong? Zugesperrt. Oh Gott, warum? Ich will aber rein. Ich will kuscheln. Ich fühle mich hier einsam da draus. Naja, gucken wir mal, was da drin ist. Irgendwas wird es ja sein, was hier die Probleme verursacht. Sind die Macher noch so nett und lassen mich speichern? Nee, lassen sie nicht, war klar. Schöne Cutscene übrigens. Du hässlich sein. Du sehen aus wie Scheiße. Du solltest mal zum Zahnarzt gehen. Also die Zähne wachsen an der falschen Stelle. Und die Augen übrigens auch. Das ist übrigens William Birkin, ne? Also damit ihr nicht durcheinander kommt.
Ich finde, er ist stärker als Mr. X, finde ich. Weil der Typ will einfach nicht aufgeben. Und Mr. X, ja okay, der auch nicht, aber der war jetzt nicht ganz so unsicher. Okay, wir sollten vielleicht erstmal... Ich glaube, das ja, hat eben natürlich ein bisschen was getan, aber nicht viel. Okay. Dreh dich um, Leon. Und jetzt draufhalten. Mehr können wir nicht machen. Hat es gewirkt? I hope so. Ja, scheint so. Ja, er zerläuft wie ein Eis in der Sonne. Okay, das war's. Wir sind auf Gefahr. Wir nehmen noch schnell den da. Das war's für ihn, ey. Bin voller Profi. Okay, was jetzt, Leon? Wieder Cutscene, ich werde mich stumm schalten. So, it's finally over. Sherry, you look terrible. No worse than you, Claire. Come on, time to leave. Now? What's wrong? Is something following us? We have to go. We don't have any time to waste. Go? Where? Hey, it's up to us to take out Umbrella. So Leute, das war Resident Evil 2. Ich finde die Cutscene in dem B-Szenario, also die End-Cutscene, tausendmal gelungener. Also wirklich, die ist richtig spannend. Vor allem, wenn man das zum ersten Mal sieht. Also wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, wow, ich war ja voll gefesselt vom Bildschirm. Und da macht auch die Grafik gar nicht mehr irgendwie, das macht dann gar nichts mehr aus, ob die schlecht ist. Die ist einfach dann nur noch nebensächlich. Die sieht man dann fast gar nicht mehr, weil es so spannend ist. Also richtig geil. Tja, und hier noch das schöne, die schönen Credits. Wunderbar. Die Musik ist auch gelungen. Also ich muss ja keine Bewertung, ich gebe ja immer Bewertungen ab zum Schluss bei einem Spiel, aber das muss ich ja in dem Fall nicht machen. Bin ja sowieso der Resident Evil Fan, von daher muss ich da nicht viel sagen. Gut gelungen einfach, ja. Es ist wirklich Hammer.
Genau, hier sieht man ihn nochmal schön, William Birkin. Das war übrigens der, der gerade mit dem Zug gebrunzelt wurde. Wunderbar. Monster auf dem Spieß. Ah, es war schon sehr geil, das Projekt. Hat sich gelohnt. Es gibt aber noch ein Szenario, was wir machen müssen. Nämlich Claire B. Und dann haben wir offiziell komplett Resident Evil 2 durch. Richtig durch und durch. Wunderbar. Hier nochmal alles schön aufgelistet, die an diesem wirklich gelungenen Spiel teilgenommen haben und mitgearbeitet haben. Capcom. Yeah. Wirklich einer der besten Spielefirma. Resident Evil 2. Yeah. Jetzt bekommen wir, glaube ich, noch eine schöne Tabelle. So ist es. Oh Gott, wir sind C-Ranking. Okay, das geht aber noch. Das geht schon. Clear Game, Leon B. Total Time, 3 Stunden, 31 Minuten. Oh, das ist das längste, was ich jetzt gebraucht habe für ein Szenario. Für die beiden A-Szenarien von jeweils Leon und Claire habe ich viel weniger gebraucht. Ich glaube, 1,5 Stunden nur. 15 Mal haben wir gespeichert noch. Ja, ja. Leider steht nicht, wie oft wir gestorben sind. Wo speichern wir am besten? Ich würde sagen, da ganz oben. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Claire A. Das haben wir ja schon gemacht. Genau, ich muss ja nämlich offscreen Leon A spielen, damit wir überhaupt Claire B erhalten. You can play another scenario if you make a new save data. Schönes Video übrigens. So, landen wir jetzt wieder im Hauptmenü. What? Hä? Hä? Ich will hier gar nichts laden. Save on wished memory card? Übrigens, wieso haben wir da gar keine Speicherdaten drin, wenn ich so mal fragen darf? Okay, will ich jetzt auch gar nicht wissen. Do not save. Oder ja, speichern wir halt trotzdem. Slot B von mir aus. Nee, da nicht. Nein, nein! Do not format. Slot A, ja, mach mal da unten. Was? Fragezeichen, Fragezeichen? What the fuck? Was ist das, Leute? Genau. Stars member Brad became a living dead. He's roaming around somewhere, das ist zu schnell weg. Roach the police station without getting any items. Der sagt, geh zum Police Department ohne jegliche Items aufzuheben. Dann erscheint dieser Zombie Brad, der übrigens ordentlich was wegstecken kann. Und wir erhalten dann einen Schlüssel, damit haben wir dann ein neues Outfit. Ich habe mir vorgenommen, das vielleicht wirklich im nächsten Szenario mal zu machen. Aber bis das nächste Szenario, Claire B, losgeht, habe ich mir vorgenommen, wieder wie gewohnt ein bis zwei Projekte dazwischen vergehen zu lassen. Aus dem Grund, dass einfach zu viel Resident Evil dann wäre. Und dann ja auch langweilig wird, wenn man nur noch Resident Evil spielt. Gut, dann möchte ich mich verabschieden. Ich bin Kageyoshi, das war mein Resident Evil 2. Reingehauen, wiederschauen und danke wie immer fürs Zusehen und Zuhören.